Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal. Marc Gardemann klärt auf. Abonnieren nicht vergessen. Ich habe jetzt kürzlich die AfD-News hochgeladen, wo ich von der Homepage von afd.de noch ein bisschen Einzelfallinfos und andere Dinge genannt hatte von der Frau Weidel. Das ist eine konservative, antirassistische Politikerin, die bald Energieministerin wird. Das ist das, was wir irgendwie jetzt fast alle hoffen. Aber aktuell Energieminister... Ja, ist jemand, der ist ähnlich wie eine Frau, eine Feministin, die davon keine Ahnung hat. Feministische Wirtschaftspolitik, das ist das, was die Grünen wollen und deshalb wird die Wirtschaft zerlegt. Und es ist eine Folge der feministischen Familienpolitik, also dass die Mutter ständig das Kind viel mehr erziehen muss in strenger Form und der Vater immer nervös wegguckt und der Junge lernt das und kackt dann in der Schule ab. Das wollen die Grünen jetzt mit voller Aggression durchsetzen, dass die Wirtschaft hier volle Kanne zerlegt wird. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Grünen noch wählt. Aufhören damit, kann ich diesen Leuten nur sagen. Gucken wir mal. Ja, also die Freie Welt schreibt jetzt, die Abschaltung der Kernkraftwerke war ein teurer Fehler. Deutschland bleibt ein Hochpreisland. Dokument aus Habecks Ministerium. Der Strom bleibt wohl 20 Jahre lang teuer, wird hier behauptet. Nein, er wird günstiger. Das ist das, was... durchgesetzt werden muss. Also die Grünen, die arbeiten schon so, dass sie Dinge vorbereiten, dass der Strom langfristig teuer bleiben soll. Und selbst wenn die Frau Weidel dann ans Energieministerium kommt, ist natürlich klar, dass sie dann letztendlich die Fehler der Grünen wieder mit ausbaden muss. Dann hat sie manchmal noch Konkurrenzkämpfe in ihren eigenen Reihen, aber die AfD ist sich eigentlich einig, dass die AKWs genutzt werden und russisches Gas bezogen werden soll, also günstiger Strom, günstiger Energie. Wie das Nachrichtenmagazin Focus Online berichtet, gibt es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Papier mit einer Auflistung, die davon ausgeht, dass wegen der Energiewende nicht mit einer Absenkung der Strom- bzw. Energiepreise in den nächsten 20 Jahren zu rechnen ist. Ach so, keine Absenkung der Strom-Energiepreise in den nächsten 20 Jahren? So ein Blödsinn. Also wenn die so eine Scheiße schon machen wollen, liebe Freunde, sorry, wenn meine Nase ein bisschen läuft, ich war eben wirklich 4-5 Stunden draußen. Ja, und dann ist natürlich klar, wenn man so viel einatmet und so, hat mir sehr, sehr gut getan. Wir wissen ja, die meisten Menschen haben Psychosen. Millionen von Menschen. Und deshalb habe ich gesagt, positive Gehirnprogrammierung, damit die Psychose rausgeht. Ja, und dann kannst du Rätsel für Rätsel für dich lösen. Und die negative Gehirnprogrammierung geht raus. Und auch die positive wieder rein. So wie als Kind. Wie ist ein Junge als Kind? Er ist ein glücklicher Alpha, der lumpt rum, ich bin Alpha, wenn man so möchte. Ja, und wie ist das Mädchen? Das spielt mit dem Puppenhaus. Ja? Und was heißt das für die Frauen? Entdecke die innere Schlampe in dir, meine Güte. Ja, aber natürlich, es ist ja auch so. Oder, um es ein bisschen anders zu formulieren, geht natürlich auch Herzlichkeit und Sexualität. Das ist das, aber checken viele Frauen nicht. Die sind so auch feministisch gehirngewaschen. Da muss man denen auch mal raushelfen. Gut. Also, wie Focus Online berichtet, gibt es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Papier mit einer Auflistung, die davon ausgeht, dass wegen der Energiewende nicht mit einer Absenkung der Strom- bzw. Energiepreise in den nächsten 20 Jahren zu rechnen ist. Ey, die grünen Ideologen, ey, wer hat noch Bock auf die, wer wählt das noch? Klar, die Ricarda Lang schwitzt da in jeder Talkshow rum und erzählt wieder irgendeine Kacke. Ja, ey, was soll das denn sein? Ja, meine Güte, ich weiß echt nicht, was mit solchen Leuten nicht stimmt. Also was mit Feministen nicht stimmt, das wissen wir, ne? Ja, wir wissen schon, was ihr braucht. Meine Fresse. Dabei war angekündigt worden, dass die Energiewende den Strom günstiger mache und nicht teurer. Doch Strom aus Wind- und Solarenergie macht nichts billiger und auch Wärmepumpenstrom soll teurer bleiben, ist im Dokument des Ministeriums zu entnehmen. CSU-Parlamentschef Stefan Müller erklärte dazu, Deutschland bekommt von der Ampel auf Jahrzehnte teuer Strom. Tee. Abschaltung der Kernkraftwerke erweist sich als dauerhafter Fehler. Die grüne Energiepolitik macht die Deutschen immer ärmer. Ja, liebe CDU. Also, warum hat die Freie Welt das veröffentlicht? Um natürlich ein bisschen Druck zu machen, dass die CDU endlich für Koalition deutlich bereit ist. Warum? Woran liegt das? Ich sage euch eins, liebe Freunde. Politik ist zu 80% Männerjob. Punkt. Es ist so. Für mich sollte vor jeder Bundestagswahl einfach ein Eignungstest stattfinden mit 200 politischen Fragen, die man ausfüllen muss. Und nur bei einer bestimmten Prozentzahl an erreichten Punkten darfst du mitwählen. Weil wenn du keine Ahnung hast, dann halt dich raus.
Ja, und das sind nicht selten feministische Frauen, die das Wahlrecht der Männer nicht anerkennen und sie zwingen ständig SPD und vor allem Grüne zu wählen. Es reicht jetzt, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es wird jetzt eine antifeministische Politik betrieben, damit endlich die Familie Wertschätzung bekommt, die Wirtschaft wieder läuft, ja? Und das ist dann häufig eben auch Männerjob. Ganz einfache Geschichte. Ja, jetzt sind 30% Frauen im Bundestag. Und das ist schon zu viel, weil die häufig tonangebend sind und die setzen irgendwo bei Grün und SPD und keifen rum, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Und was ist, wenn eine Frau die ganze Zeit rumschreit und rumkeift? Was fehlt ihr dann wohl? Ja, genau, der Cock. Meine Fresse. Furchtbar, ey. So, gucken wir mal. Also, das ist wirklich wichtig für uns, dass wir das begreifen. Ja? Meine Güte, Alter, Frauen, wirklich. Ja, kein Wunder, dass die Männer irgendwie fast alle, dass viele Maximilian Pütz auf YouTube gucken. Ja, natürlich. Natürlich tun sie das. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht, weil es ist wieder mal ziemlich viel, was ich hier offen habe. Das sind also Artikel von der freien Welt. Nach dem Global Compact for Migration. Ja, wir wissen, was das heißt. Kommt der Global Digital Compact? Ach so. Multikulti ist also das eine. Und zwar in übertrieben radikaler Form, in einer Hochgeschwindigkeit, die nicht funktionieren kann und die auch nicht funktionieren wird und auch aufgehalten wird, weil es einfach so nicht geht. Also ich finde es rassistisch, hier Flüchtlingsfrauen irgendwie zu Gebärmaschinen zu machen. Da müssen wir mal gucken. Ich habe es doch letztens schon gesagt. Was? Die Frauen sagen, oh, der Mann ist nicht streng genug, bla bla. Ja, was muss der wohl lernen? Alpha-Mann-Training, meine Fresse. Da sind 10 Punkte, die Eigenschaften eines Alpha-Mannes. Die muss er immer angucken, für sich verinnerlichen. Ich hab's hier doch aufgeschrieben. Hier, Freunde. Ich mach das. Hier, seht ihr's. Ja, ihr seht es. Einprägen, Freunde. Einprägen. Und dann muss er sich die Sprüche, ich bin großartig, ich bin stark, ich bin Alpha, ich bin der Mann, King, ja, immer wieder laut aufsagen, 10 Minuten am Tag, am besten mal schreien. Und zwischendurch sagt er, ich hau auf den Tisch und er muss sich unterbewusst einprägen, dass er die Faust sieht, die auf den Tisch haut. Immer wieder dreimal hintereinander, ich hau auf den Tisch. So, ja, das ist wichtig, weil sonst schlägt er später seine Frau oder sowas. So, das ist das, was wir begreifen müssen. Gott, und die Frauen müssen nur positive Gehirnprogrammierung. Die Männer haben mal wieder 3 Jobs. Positive Gehirnprogrammierung, ja, dann macht Ich bin großartig, heißt ein Video auf YouTube. Guckt es euch an, 2-mal am Tag. So, mindestens 30 Tage. Und die Männer müssen neben positiver Gehirnprogrammierung noch doppelt Alpha-Training. Das eine ist diese 10 Eigenschaften des Alpha-Mannes aufschreiben. So, und das nächste sind diese Sachen, die ich gesagt habe. Ich bin großartig, ich bin stark, ich hau auf den Tisch und so weiter. Ja, deshalb war ich heute 4 Stunden draußen. Und glaubt ihr, was es bedeutet, wenn eine Stimme dich anschreit? Gut so, weil sie dann rausgeht. Und das verstehen die Leute nicht. Ist eine Psychose. Ja, ist eine Psychose. Und bei mir ist ziemlich übel, was da an negativen Programmen drin ist, war und rausgehen wird. Und deshalb ist natürlich klar, dass ich dran arbeite. Und dann wird die Stimme schlimmer und schreit mich richtig laut an, bedroht mich. Ja, und ich lerne damit umzugehen. Ja, so ungefähr. So muss man das sich vorstellen. Ja. Wer hat eigentlich schlimmere Psychosen? Frauen oder Männer? Ist ja immer die Frage, die wir uns stellen können. Gut, gucken wir jetzt mal weiter. Also, die UNO plant, digitale Identität von Bürgern mit Bankkonten zu verknüpfen. Aha, digitale Identität mit Bankkonten verknüpfen. Also, was soll das heißen? Immer digitaler, digital Geld, digitaler Euro. Die können uns mal. Ganz einfach. Weltweit wächst das Bemühen, Menschen digital zu erfassen. Man kann Menschen nicht digital ständig... Ey, das ist so ein Blödsinn. Ja, boah, wählt doch einfach mal die AfD, damit die mit der CDU und FDP koalieren. Ich bin kein AfD, denn ich bin böse, böse. Du bist böse, Schnauze und an den Herd zurück. Du gehst uns auf die Eier. Meine Fresse. Die Frau soll mal ein bisschen weniger arbeiten und mal mehr an sich selbst arbeiten. Meine Güte, das geht uns so auf die Nerven, Alter. Die armen Männer. Ich bin reich, glaub es mir. Wohlstand kommt noch. Ups, da fällt mir jetzt gerade mein Stift runter, weil ich hier ein bisschen am Rumhampeln bin. So, Kobalt für Deutschland kommt aus illegalen Minen im Kongo. Oh, die blutigen Hintergründe der sauberen Energie. Ach, sag bloß, da, was machen die Grünen denn da schon wieder? Die Chefideologen der ach so sauberen Energien müssen jetzt stark sein. Immer neue Berichte offenbaren die schockierende Menschenverachtung und oftmals auch blutigen Hintergründe hinter dem Rohstoff. Abbau für die Energiewende. Ach, sag bloß. Für den Umstieg auf die Elektromobilität braucht es Rohstoffe. Ein ganz wichtiges Element ist Kobalt.
Nicht Kobold, Frau Baerbock. Davon gibt es reichlich in Afrika und ganz besonders viel in der Demokratischen Republik Kongo. Ehemals, keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen, wie so oft bei Staaten und so weiter. Aha, ich glaube, da fand auch mal Kinderarbeit statt und all solche Dinge. Arbeitsschutz, Fehlanzeige. Achso, das ist, was die Grünen machen und euch nicht erzählen wollen, oder was, ne? Save the Children hatte bereits Anfang des Jahres in einem Bericht auf die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen und die illegale Kinderarbeit in den Minen hingewiesen. Ach so! Umweltschäden, kein Arbeitsschutz und Kinderarbeit. Das ist, was die Grünen, das ist die typische Mentalität der Grünen, oder was? Ist das überhaupt eine richtige Mentalität? Meine Fresse. Dann gucken wir mal, was wir hier noch am Start haben. Könnt ihr draußen wieder rumlaufen, ja. Meine Fresse. Nerv. Gut. 99,4% der FW-Leser sind der Meinung, die Ampelregierung zerstört die deutsche Wirtschaft. Wir fragten unsere Leser. Deutschland ist laut OECD-Bericht Schlusslicht der westlichen Industrieländer mit 0% Wachstum. Zerstört die Ampelregierung die deutsche Wirtschaft und den Wohlstand der Bürger? Nein! Nur nicht. Meine Fresse, Alter. Hey, wer wählt nicht die AfD? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere das nicht. Hau doch mal die SPD 2% runter, dann gibt's keine GroKo. Gibt's nicht, was will denn dann regieren? Ampel, Jamaika, GroKo, dann gibt's nicht mehr. Hör auf, die SPD zu wählen und diesen Scheiß. Guckt zu, dass AfD, CDU und FDP regieren und dafür müsst ihr AfD wählen. Dann können sie Druck machen auf die CDU. Ich mag die aber nicht. Meine Güte, die wollen günstige Energie, Senkung der Steuern und Abgaben, 3000 Euro pro Kind, Friedenswarnung für die Ukraine, Volksabstimmung durchsetzen, die Bargeldabschaffung verhindern, also eine konservativ-liberale Politik, auch Wirtschaftspolitik, Bürokratieabbau, Abschaffung der CO2-Steuer und GEZ, so viele Dinge. Ich mag die aber nicht. Du magst dich selbst nicht, halt's Maul. So, Deutschland steckt in der Rezession. Es gibt kein Wachstum mehr. Ja, vielen Dank, liebe Grünen. Liebe SPD, meine Fresse. Deutschland, laut OECD-Bericht, Schlusslicht der westlichen Industrieländer mit 0% Wachstum. Toll. Zerstört die Ampelregierung die deutsche Wirtschaft und den Wohlstand der Bürger? Ja, 7000 Leser sagen, also über 99% sagen, ja, sie zerstören die Wirtschaft. Ja, dass noch nicht 99% der Bevölkerung das sagen, ist hier entscheidend. Aber, Freunde, Hoffnung, wir sehen's. AfD bei 20%. Yes! Sehr gut. CDU 26, Grüne bei 13. Ey, wer wählt die noch? Klar, aber wenn man ZDF schaut, dann ist das so. Mit der Mainstream-Partei. Boah, siehst du, da muss ich, wenn man dieses alte Programm rausprügelt, negative Gehirnprogrammierung abschaltet, dann ist natürlich klar, dass das dazu führt, dass man dann auch mehr niesen muss. Ne? Also geht viel raus an Negativen, oder das ist gut, ne? Dann immer grüner Tee oder Basenkräutertee trinken, das ist noch unterstützend, gesund ernähren, Sport machen, ne? Rätsel lösen, seine Arbeit machen, nette Menschen kennenlernen. Ich bin ja in der Partei die Basismitglied, ne? Mal gucken, ob die kleinen Parteien auch noch in den Bundestag kommen. Das ist auch Zukunft. AfD in die Regierung, bloß in die Regierung, meine Güte. Der Frust der Bürger über die Politik der Ampelregierung führt zu massiven Wählerwanderungen. Achso, die AfD hat nun die SPD eingeholt. AfD, zweitstärkste Kraft. Sehr gut. CDU 26%, AfD 20, SPD 20. Oh. Aha, also CDU 26, SPD 20. Oh. Hauen wir die SPD noch 1-2% runter, ne? Um ganz sicher zu gehen. Tja, das war's wohl, Alter, mit dieser möchtigen Else. Ich weiß gar nicht, die Leute nennen das links-grün. Es ist einfach nur Ideologie, weißt du? Es hat nichts mehr mit... Es ist nicht links, ja? Linke sagen ja immer ein bisschen überspitzt, Frieden schaffen ohne Waffen. Dafür stehen die Grünen mit ihrer faschistischen Außenpolitik sicher nicht. Linke 4,5%. Pech gehabt, ja? Pech gehabt. Vielleicht bleibt ihr mit 5% drin und könnt ein bisschen kämpfen für Friedensverhandlungen, ja? Aber mir, ich habe kein Mitleid mit den Linken. Friedensverhandlung kann die AfD machen, wenn sie das Außenministerium kriegt. Scheiß auf die Linken, ganz ehrlich. Was will ich denn mit dem Dreck? Meine Fresse. Gut, Freunde, wählt die AfD. Ich sage es euch. Ich werde hier nochmal das Programm vielleicht irgendwann vorstellen von der AfD für all die Rassisten. Nee, das bist du. Meine Fresse. Und was fehlt diesen Frauen? Kork. Meine Fresse. Aua. Gut, Freunde. Also, das ist wichtig zu verstehen. Und jetzt war es das für heute. Abonnieren nicht vergessen, Freunde.
die Artikel und Instagram unter dem Video natürlich, Freunde. Ja? Ja, und ein bisschen behaart. Ja, so, Freunde. Bart muss auch noch gemacht werden. Freunde, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Und Kommentar nicht vergessen. Meine Fresse, so wenig Kommentare hier.